Meine Damen und Herren, wir leben in spannenden Zeiten. Noch nie war der Mensch und auch nicht die Tiere einer derart toxischen Belastung ausgesetzt. Noch keiner ihrer Vorfahren hat sich einer derart giftigen Umwelt gegenübergesehen wie der moderne Homo sapiens. Die Frage stellt sich hier an der Stelle als Therapeut: Was können wir tun? Und vor allem, welche Auswirkung hat diese toxische Belastung in Form von erogener Aufnahme von Schwermetallen? Diejenigen, die meine Videos kennen, die wissen, was ich meine. Oder auch gewissen therapeutischen Interventionen, die wir uns heute an allen medizinischen Standpunkten eigentlich genötigt sehen oder gegenübergestellt werden. Welche Auswirkungen hat diese toxische Belastung, vor allem für die wichtigen Zellfunktionen, die allesamt Energie benötigen in Form von ATP, Adenosintriphosphat. Wie wird Adenosintriphosphat hergestellt und vor allem, wo wird Adenosintriphosphat, also unsere lebenswichtige Energiewährung, hergestellt? In den Mitochondrien. Die Mitochondrien, meine Damen und Herren, leiden extremst unter dieser toxischen Belastung, da sie ehemalige Bakterien sind, die innerhalb der Evolution durch einen wohlgemerkt sehr glücklichen Umstand, ohne den wir heute nicht da wären, wo wir sind, hätte vielleicht auch seine Vorteile gehabt, möchte ich aber an der Stelle nicht diskutieren. Wichtig ist zu verstehen, ATP entsteht in unseren Mitochondrien. Und diese Mitochondrien leiden. Denn diese Mitochondrien haben die Problematik, dass Teile, wichtige Teile, die für die Atmungsketten Enzyme kodieren und für die Proteine der Atmungskette, schutzlos im Zytoplasma allen toxischen Belastungen gegenüberstehen. Ich möchte Ihnen eine wichtige Substanz vorstellen, die vielleicht etwas dazu beitragen kann, dass viele Menschen, die heute energielos sind, die sich müde, abgeschlagen fühlen, die einfach die Lebensenergie und damit auch die Lebensfreude verloren haben. Welche Substanz könnte man hier einsetzen? Neben Coenzym Q10, neben den B-Vitaminen, neben Vitamin B12. Die Substanz nennt sich Alpha-Ketoglutarat. Alpha-Ketoglutarat ist der stickstofffreie Anteil der Aminosäure Glutamin. Glutamin kennen viele. Vor allem diejenigen, die meine Videos kennen, die wissen, dass ich Glutamin gerne einsetze, um die Darmflora zu schützen, aufgrund ihrer protektiven Wirkung auf die sogenannten Tight Junctions, die Verbindungsproteine zwischen den Zellen auf der Lamina Epithelialis Propria herstellen. Kurz zur Biochemie. Die Eigensynthese erfolgt aus der Aminosäure Glutamin durch die Glutamat-Dehydrogenase-Reaktion unter Abspaltung von NH3. Alpha-Ketoglutarat ist ein Schlüsselenzym für die Proteinsynthese und die Energiebildung. Das heißt, wir finden Alpha-Ketoglutarat vor allem wo? In der Pyruvat-Dehydrogenase. Wenn wir Energie für uns nutzbar machen wollen, dann sprechen wir zuerst einmal von Glucose. Glucose, aufgenommen durch Stärke in der Regel, durch Brot, durch Pizza, Pasta, wird in der Glykolyse in 10 Schritten, also Glucose, Glucose-6-Phosphat, Fructose-6-Phosphat, Fructose-1,6-Bisphosphat und so geht es weiter, bis zu Pyruvat. Und Pyruvat braucht einen großen Enzymkomplex, die PDH, die Pyruvat-Dehydrogenase. Und genau hier benötigen wir unser Alpha-Ketoglutarat, aber auch die Alpha-Liponsäure und Vitamin B1 und B2. Ganz wichtige Kofaktoren, ohne die unsere Pyruvat-Dehydrogenase nicht funktionieren kann und ich eben aus Pyruvat kein für den Citratzyklus, der sich in der Folge anschließt, keine wichtiges Citrat machen kann. Also Citrat spielt eine wesentliche Rolle, damit der Citratzyklus läuft, nach dem gleichen Namen. Ja? Und ohne Pyruvat-Dehydrogenase kann hier aus dem Pyruvat durch die nicht vorhandene, nicht funktionsfähige Pyruvat-Dehydrogenase kein Acetyl-CoA hergestellt werden, also keine aktivierte Essigsäure,
das wiederum den Grundbaustein darstellt für die nachfolgende Zitratzyklusreaktion. Auch im Zitratzyklus benötigen wir Alpha-Ketoglutarat. Alpha-Ketoglutarat kann auch eine ganz wichtige pleiotrope Eigenschaft, also pleiotrope Eigenschaft bedeutet, dass ein Merkmal mehrere Proteine, ein genetisches Merkmal kann mehrere Proteine positiv beeinflussen. Alpha-Ketoglutarat brauchen wir nicht nur bei der Pyruvat-Dehydrogenase-Reaktion, wo nachher ATP entsteht in der Atmungskette, sondern Alpha-Ketoglutarat kann auch systemische Entzündungen senken, kann, wenn wir so wollen, den oxidativen Stress senken, indem es auch Ammoniak entgiftet und die Laktatbildung hemmt. Denn wenn Alpha-Ketoglutarat nicht vorhanden ist, dann kann aus Pyruvat kein Acetyl-CoA hergestellt werden, wie bereits gesagt, und es kommt zur Laktatbildung. Und Laktatbildung ist genau das, was die meisten Menschen heute haben, dass sie ihre intramitochondriale ATP-Synthese nicht anschalten können. Das geht schon beim, wie gesagt, bei der Glykolyse-Reaktion los. Hier entstehen normalerweise, als Invest haben wir 2 ATP, Gesamtausgabe bei der anaeroben Glykolyse, also ohne Sauerstoff, sind 4 ATP, Nettogewinn 2 ATP. Wenn wir intramitochondrial, weil wir Alpha-Ketoglutarat haben, weil der Zitratzyklus läuft, weil hier auch ganz wichtig die Alpha-Ketoglutarat-Notwendigkeit besteht, nämlich bei der Umwandlung von Oxalacetat in Succinyl-CoA. Hier spielt auch wiederum das Alpha-Ketoglutarat eine ganz entscheidende Schlüsselrolle. Und wenn das nicht funktioniert, entsteht im Endeffekt kein NADH und FADH, das wir wiederum benötigen für die auch wiederum nachgeschaltete dritte Stufe der ATP-Bildung, nämlich die Atmungskette. Und die Atmungskette ist wichtig hier zu verstehen. Hier brauchen wir auch Antioxidantien und wir dürfen die innere Mitochondrienmembran nicht schädigen durch zu viele Schadstoffe, was wir fortwährend jeden Tag tun. Bewusst, Medullus directus oder unbewusst, wir tun es einfach. Oder es wird uns durch schwachsinnigste Zwangsmaßnahmen unsinnigster Genere aufoktroyiert. Wichtig ist, Alpha-Ketoglutarat ist für das Wachstum der Zelle entscheidend, für das Immunsystem. Es wirkt antioxidativ. Deswegen sollte Alpha-Ketoglutarat bei eigentlich allen chronischen Erkrankungen zum Einsatz kommen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen helfen an der Stelle mit einer Substanz, die wirklich ein großes Potenzial hat, Menschen, die energielos sind, die antriebslos sind, deren Mitochondrien nicht mehr funktionieren, neben Coenzym Q10, wie gesagt, und Carnitin und natürlich den B-Vitaminen und der ganz wichtigen Alpha-Liponsäure hier einen kleinen Anhaltspunkt zu geben. Auch Menschen, die Diagnosen haben, die ich jetzt nicht unterschreiben würde, wie chronische EBV-Infektionen, also das pfeifische Drüsenfieber, Post-Covid, Long-Covid, Antibiotika einnehmen oder Statine. Das sind alles Dinge, die unsere Mitochondrien nicht mögen. Und diese Kondition, die Einnahme von Antibiotika, die Einnahme von Statinen, die sogenannten toxischen Belastungen, die entstehen im Alltag auch durch gewisse Zwangsmaßnahmen, hemmen die Pyruvat-Dehydrogenase. Es kommt als Konsekutivfolge nicht selten zu einer Verarmung von Alpha-Ketoglutarat, wie gesagt, dem stickstoffreien Anteil der Aminosäure Glutamin. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir bei chronischen Erkrankungen, insbesondere Darmerkrankungen, SIBOS oder auch Leaky Gut, ausreichend Glutamin verwenden. Aber ich bin überzeugt davon, dass viele von Ihnen mit der gemeinsamen Gabe von Glutamin in Kombination mit einer entsprechenden Dosierung von Alpha-Ketoglutarat, wer wissen möchte, wie dosiert wird, der kann mich gerne ansprechen. Alles kann ich in diesem Video nicht leisten. Demzufolge, dass diese Menschen auch eine Verbesserung ihrer mitochondrialen Bioenergie, ihrer ATP-Synthese hervorrufen können.
Alpha-Ketoglutarat lässt sich einsetzen bei Erkrankungen Herz-Kreislauf, Leber, Niere, Muskulatur, überall dort, wo viel oxidativer Stress entsteht. Und krank werden wir immer dann, wenn das Verhältnis, die Ratio zwischen pro-oxidativer Belastung durch Sauerstoffradikale, also ROS, Reactive Oxygen Species, und antioxidativen Schutzmaßnahmen durch Glutathion vor allem und eben Alpha-Ketoglutarat, Glutamin, Vitamin C und so weiter, Alpha-Liponsäure, sich nicht die Waage halten. Dann werden wir krank. Meine Damen und Herren, wenn Sie Interesse haben an der Verbesserung Ihrer Gesundheit, Ihrer in weiten Teilen wahrscheinlich desolaten Gesundheit, können Sie mich gerne kontaktieren. Man hat ja auch viel getan, um krank zu werden, ob jetzt mit Dolus Directus oder Dolus Eventualis, aber Sie haben ja einiges getan, um krank zu werden, nicht wahr? Insofern ist es vielleicht an der Zeit, auch das eine oder andere zu tun, um vielleicht wieder gesund zu werden. Denken Sie mal drüber nach. Alles Gute, meine Damen und Herren.